Stellt euch vor, ihr habt eine Eisenfarm und hier unser Eisengolem verwandelt sich in Barren und die wollt ihr einlagern. Aber ihr merkt schnell, euer Lager wird voll. Ihr wollt doch viel lieber Blöcke einladen. Kann man da was nicht automatisieren und direkt einlagern? Oder ihr habt vielleicht irgendwie noch viel kleinere Items wie Iron Nuggets und wollt die in Barren verwandeln und die wieder in Eisenblöcke verwandeln, um sie dann im Lager einzulagern. Gibt's da nicht was, Doc? Ja, da gibt es was und es passt zu meinem Lagersystem und das Ganze seht ihr an dieser Seite und das hier ist die Welt von meinem Systemlager, sogar mit schönem Schloss. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, wie ihr diese Sortiereinheiten samt Komprimierer bauen könnt, dann bleibt dran, das zeige ich euch nach dem Intro. Zunächst einmal, was ist denn das für eine Map? Ja, das ist meine Systemlager-Map und das Systemlager ist hier im Schloss verbaut, das Kerim Gaming für diesen Anlass für mich gebaut hat. Das da ist die Anlage und ja, hier sind die einzelnen Elemente, aus denen man sich sein besonderes Lager, das man braucht, einfach auch zusammenklöppeln kann. Sozusagen eine Art Baukastensystem. Genau. Und hier sind zum Beispiel einige Blöcke, für die das Sinn macht, sie zu komprimieren, bevor man sie einlagert. Zum Beispiel Gold, ne, wo man aus Nuggets die Barren machen kann und die Blöcke. Alle anderen Metalle wie Eisen, Kupfer, Netherite, die Edelsteine wie Diamant, Smaragd, Lapis Lazuli und ja, ich zähle Redstone zu den Edelsteinen. Bei Heu macht es Sinn, man kann es auch zurückcraften, genauso wie Schleim in Schleimbälle zurück. Knochenblöcke können in Knochenmehl zurückgebaut werden und diese beiden Blöcke sind etwas besonders, weil ja, ich kann sie zwar craften und damit komprimieren, aber nicht im Craftingfeld wieder ihre Bestandteile zerlegen, aber durch Abbauen werden wieder die ursprünglichen Sachen daraus, also Melonenscheiben oder Tonklumpen. Genau, also gilt das für mich auch. Außerdem macht es bei einigen Blöcken wirklich manchmal Sinn, sie einzusortieren und dann schon zu komprimieren, weil man die anderen Blöcke nicht braucht. Niemand braucht normale Eisblöcke, denn Packeis tut es genauso oder vielleicht Blaueis, vielleicht möchte ich nur mit Blaueis arbeiten und dann kann ich das hier einlagern. Oder ich brauche keine Spitzen von Tropfstein, sondern nur die Tropfsteinblöcke in meinem Lager, also kann ich sie gleich komprimieren. Hier beim Prismarin ist sogar noch eine kleine Besonderheit, weil die Prismarinscherbe ja hier zum Beispiel im 2x2 Raster und da im 3x3 Raster aus dem gleichen Objekt verschiedene Bausteine gemacht werden. Und ja, vielleicht brauche ich die Scherbe als solches gar nicht, sondern möchte nur mit den Blöcken arbeiten, weil ich nach denen farme. Natürlich habe ich hier viele Dinge einfach auch nicht genannt, wenn sie sich nicht zurückcraften lassen können, aber da ist eurer Fantasie natürlich keine Grenze gesetzt. Ihr könnt da alles durch den Crafter jagen und danach einlagern, dann habt ihr halt vorgecraftete Sachen zum Bauen, zum Beispiel Steinziegel. Und das hier ist die erste Anlage, das hier ist unser einfachster Komprimierer. Der funktioniert einfach so. Hier oben läuft die Trichterstraße. So kann man sich das vorstellen. Hier, da ist auch ein Trichter und so geht das weiter. Und wenn er jetzt hier ankommt, zieht er sich automatisch das entsprechende Item raus. In diesem Falle Eisenklumpen. Die werden hier in einem 3x3 Raster dann verdichtet. Und diese Anlage ist einfach dafür gedacht, für Sachen, die unkompliziert sind, wie zum Beispiel Iron Nuggets. Was heißt unkompliziert? Ich kann keinen Iron Nugget in irgendwas wieder zurückverwandeln, sonst würde das bei dieser Anlage zum Beispiel bei einem Barren, würde dann am Ende einfach wieder die Nuggets rauskommen und das ist nicht das, was wir wollen. Also hier die ganz einfachen Sachen wie Nuggets, die man nicht weiter verwandeln kann oder wie Edelsteine zum Beispiel, kann man hier einfach kostengünstig machen. Hier habe ich eine neue Sortiereinheit erschaffen, die ist wegen dieses Verstärkers 2 Tick langsamer und als die normale Einheit, die normale Sortiereinheit, die ihr kennt. Aber das macht gar nichts, weil wenn die Trichterstraße rüberkommt, saugt er sich sowieso erstmal das ab. Und ob jetzt 2 Ticks später reagiert, das ist im normalen Betrieb eigentlich Jacke wie Hose.
So, der Vorteil ist, dass ich hier sonst eine Fackel habe, die ist jetzt weg. Die würde den Crafter nämlich hier ärgern und dass der nicht angesteuert werden kann. Und dadurch kann ich nicht diese kompakte Bauweise machen, die ich hier mache. Und vor allen Dingen diese unsichtbare Bauweise in unserem Lagertunnel. Genau, so war das gedacht. Falls ihr das anders machen wollt, könnt ihr natürlich auch die Anlage ein bisschen nach da verschieben und den Crafter eben auch und hier die normale Sortieranlage mit der Fackel hier. Dann müsst ihr allerdings dann nochmal einen Trichter dazu bauen, wenn diese obere Anlage einen Block verschoben ist. So, langer Rede, kurzer Sinn. Wir schauen uns mal an, was das Gerät hier macht. Ich gebe hier mal Eisenklumpen rein und dann seht ihr, geht die Glock an. Und ja, da ist schon eins ausgeworfen worden. Ihr seht, die Sortieranlage reagiert auch perfekt hier und ja, schaltet sich aus, entblockt sozusagen diesen Block, entblockiert das Redstone-Signal. Und ja, so geht das hier durch und geht hier in den Crafter rein und wird dann hier zu Barren geschossen und die werden hier unten in der Truhe eingelagert. Und ich zeige euch jetzt in einem Speedbild, wie man das so baut. Wundert euch übrigens nicht über die Nummerierung. 11 heißt nur, es ist der 11. Filter, den ich für das normale Standardlagersystem gebaut habe. Wenn ihr euch für die anderen interessiert, dann habe ich auf dem i die Videos oder das Video verlinkt. Und ja, hier baue ich meinen neuen Filter, den ich ja mit Hilfe der Kupferleuchte bauen kann. Ein einfacher Flipflop. Genau, und dann an dieser Stelle müssen Treppen hin, damit die Truhen aufgemacht werden können. Diese kleine Anlage registriert, ob ein Item durchläuft, und zwar nicht wegen des Trichters, sondern ob dieser Trichter ein Redstone-Signal erhält von der Blockierung oder nicht. Also sehr elegante kleine Lösung. Der Knopf ist übrigens da, um die Lampe anzuschalten. Und falls die Lücke vor dem Crafter nicht gefällt, kannst du auch einfach ein Fass hinbauen, wenn du Angst hast, das Item vielleicht zu verlieren. Und eine kurze Zwischenbemerkung, wenn euch dieses Video hier gefällt, dann drückt doch auf Gefällt mir oder lasst ein Abo da, das würde mich sehr freuen. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Vielleicht möchte ich ja noch besser komprimieren als nur zu einem Barren und darum habe ich hier diese Anlage gemacht, die basiert auf der ersten Anlage. Da mache ich eben aus den Nuggets meine Barren und die kommen hier in diese Anlage hinein. Achtung, hier ist immer wichtig, diese Lampe muss im normalen Zustand, also der Filter ist gefüllt hier mit 41 Items und 4 Platzhalter-Items. So, in diesem Zustand muss dieser jetzt hier im Ruhezustand angeschaltet sein, der hinten. Und jetzt kann ich hier mein Muster eingeben, was ich machen möchte. Na, ich könnte jetzt hier zum Beispiel das Muster, ich möchte Gitter machen. Könnte ich jetzt auch machen. Ja, und ihr seht, dann reagiert er. Ich möchte aber aus den Barren Eisenblöcke machen. So, und da reagiert er und macht hier das Signal auf 9. Sonst ist das standardmäßig durch diese 8 ausgeschalteten Slots auf 8 eingestellt. Gut, und wir schauen uns das mal an. Auch hier geben wir oben einmal Eisenklumpen ein und los geht es. Hier oben macht er uns wieder aus den Nuggets unsere Barren und dann geht das hier den Weg hier rein in diesen Werker, in diesen Crafter und das dauert natürlich ein paar Sekunden länger, weil erst oben gecraftet werden muss und hier werden dann die einzelnen Barren gesammelt, bis die Slots, die ich vorher ausgewählt habe, alle befüllt sind. Und dann, nach einiger Zeit, bitte holt euch einen Kaffee oder zwei, merken wir, dass die Anzahl der Eisenklumpen noch gar nicht gereicht hat. Und wir gehen wieder hin und schauen uns an, wie es weitergeht. Und jetzt sollte es ausgegeben werden. Ihr habt es gesehen, jetzt hat es ausgegeben. Und er ist wahrscheinlich in diese Kiste gerutscht. Ja, genau, in diese Kiste gerutscht. Da ist der Eisenblock drin. Das ist ein bisschen blöd an der Anlage, aber ja, sonst wäre sie halt einfach noch einen Block nach hinten verschoben und da hatte ich keinen Bock drauf. Ich habe das so gemacht, dass praktisch, wenn diese Kiste voll ist, der Trichter dann abgesaugt wird in dem Moment, wo hier zwischendurch einmal das Signal weggeht aus dem Trichter und dann werden, nachdem die Kiste voll ist, auch die untere befüllt.
Auch hier könnt ihr selber Hand anlegen und das ein bisschen umbauen, einen nach hinten verschieben, die Trichter ein bisschen verschieben. Dann geht es auch besser. Ich mag diese kompakte Bauweise. Und jetzt zeige ich euch auch mal, wie ihr aus dem ersten Modell das zweite Modell baut. Der Umbau ist eigentlich ganz einfach. Macht die zwei Trichter weg und den blauen Block, der steht für die Trichterleitung, für die zweite Itemleitung. Macht dann eine Konstruktion aus Blöcken. Hier einen Komparator, der nimmt das Signal aus der Kupferleuchte. Einen Knopf dran, damit ihr sie notfalls einschalten könnt. Und nun ein Beobachter. Auf den Beobachter kommt ein Redstone, der bekommt ein Signal von zwei Komparatoren und zwar von der einen Seite von diesem Crafter. Den schalte ich in so, dass 8 Felder blockiert sind und nun ist immer ein Standardsignal von 8 angelegt. Der andere Crafter bekommt dann ein Signal, wenn das Signal auf 9 steht, also wenn er voll ist und so wird er praktisch mit Hilfe dieser Fackel einmal ausgelöst und dann das Item ausgeworfen. Manchmal braucht man diesen ersten Teil nicht, wo man was komprimieren muss, sondern möchte gleich eine bestimmte Form komprimieren und dann habe ich das hier. Beispiel ist für mich hier das Prismarin. Ja, das kann ich ja zum Beispiel hier eingeben und dann in dem 4x4 Muster wird es dann zu dem normalen Prismarin-Block vercraftet und landet hier. Oder ich möchte das tatsächlich anders haben. Ich möchte hier die anderen Prismarin-Blöcke haben, die, wie heißen die gleich? Sagt er mir gleich. Prismarin Ziegel, genau, dann mache ich dieses Raster und schon wird das hier gecraftet. Also hier kann ich genau anpassen, welche Form das Ding haben soll, das jetzt hier in meinem Lager landet. Hier oben könnt ihr da auch die normale Sortiereinheit reinbauen stattdessen, weil hier kein Crafter mehr ist. Aber in diesem Falle habe ich das gelassen, weil man so die Anlagen alle direkt nebeneinander bauen kann und ja, das andere System da nicht zupasst. So, wie sieht eine normale Sortiereinheit aus? Nur für alle, die es nicht wissen, das hier ist so eine normale Sortiereinheit. Der Glowstone-Block ist nur dazu da, um hier ein bisschen Licht reinzubringen, damit man Lags reduziert. Genau, hier ist die Fackel. Na, schaut euch an, das könnt ihr dann auch dementsprechend austauschen. So, wenn ihr jetzt wissen wollt, wie man aus dem das hier macht, das geht wirklich schnell und das zeige ich jetzt. Und hier ist der Dock aus dem Schnitt. Da machen wir kein Repay. Völliger Blödsinn. Das ist verschwendete Zeit, denn ihr müsst einfach nichts anderes tun, als, ja, wenn ihr das hier baut, ja, einfach das und das wegbauen, diese 5 Blöcke. Und dann noch 1, 2 Trichter dazu, so angeordnet, ja, die beiden hier. Und fertig ist die Laube. Also, das dürfte doch kein Problem sein, oder? Ja, und ihr seht, hier sind eine ganze Menge an Lagersachen. Wenn ihr ja noch nicht mitgekommen seid, dann ladet euch einfach diese Welt runter. Ich habe sie für euch ja in die Beschreibung gepackt. Ladet sie runter, bastelt damit und ja, freut euch daran, dass ihr ein neues Puzzle habt. Bastelt euer Lieblingslager. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr könnt mit diesem Komprimierer etwas anfangen und er wird eure Farmen bereichern oder eure Lager. Also, macht's gut. Bis bald. Schaut wieder rein und tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Tschüss.